Start einer Rakete in der Sowjetzone. Diese faustdicke Zeitungsente hatte das Westberliner Frontstadtblättchen Der Kurier seinen Lesern am 30. April aufgetischt. Und was geschah wirklich? Professor Dr. Kurt Metzig und sein Mitarbeiterstab drehten Aufnahmen für den neuen Film Der schweigende Stern. Darsteller aus Japan, China, der Sowjetunion, der CSR, Polen, Afrika und Deutschland stehen vor der Kamera Joachim Haslers. Die Reise zu fernen Planeten dürfte schon in wenigen Jahren Wirklichkeit werden. Wir rufen die Venus. Wir rufen den die DEFA zeigt den ersten großen Film über die Eroberung des Weltraums. War der tungusische Meteor ein Raumschiff aus dem Weltall? Wird die Menschheit bedroht? Eine geheimnisvolle Spule gibt der Wissenschaft Rätsel auf. Da auf dem Merkur kein Lebewesen existieren kann, kommt als Abschussbasis für die Rakete nur ein Punkt in Betracht. Es kann nur unser Morgen- und Abendstern sein, der Planet Venus. Halt doch endlich zur Vernunft und schlagen Sie sich diesen Flug aus dem Kopf. Ich ersuche hiermit das Konsortium, endlich zu begreifen, dass ich durch nichts davon abzubringen bin. Bis zum Start noch 10 Sekunden. Hervorragendsten Wissenschaftler der Welt starten den ersten Flug zur Venus. Wird es ihnen gelingen, das Rätsel der geheimnisvollen Sendung zu lösen? Wie fühlen Sie sich denn? Wie im Himmel. Meteoriten! Unbekannte Kräfte des Weltraums scheinen das Unternehmen unmöglich zu machen. Warum schweigt die Venus? Ist einer der Meinung, wir sollten umkehren? Für mich hat sich damals alles entschieden. Mit der Bombe von Hiroshima. Brinkmann. Hallo, Brinkmann. Ich sehe Land aus Hennef. Ich sehe etwas. Ich weiß nicht, was es ist. Beinahe wie ein gläserner Wald. Ich setze zur Landung an. Der Pilot Brinkmann betritt als erster Mensch einen fremden Planeten. Begleitet vom unentbehrlichen Roboter Omega. Kosmokrator. Kosmokrator. Ich höre euch nicht. Hallo! Hört ihr mich? Dieser verdammte radioaktive Wald lässt die Funkwellen nicht durch. Wir müssen die Wolkendecke durchstoßen, wenn wir Brinkmann wiederfinden wollen. Welchen Mächten wird die Besatzung des Raumschiffs Kosmokrator 1 gegenüberstehen? Sollten das die Bewohner der Venus sein? Verhindern unbekannte Lebewesen den Erfolg der Expedition? Ist das überhaupt die natürliche Beschaffenheit dieses Planeten? Die Besten der Wissenschaft setzen ihr Leben aufs Spiel. Täglich stehen sie neuen Problemen gegenüber. Ist das nun Leben oder eine Maschine, Horling? Größte Gefahr. Sofort zurückkehren. Wir halten die Kosmokrator. 8 Wissenschaftler, dargestellt von Schauspielern aus 7 Nationen, dringen in das Unbekannte ein und bringen die kühnsten Träume der Menschheit einen großen Schritt voran in dem deutsch-polnischen Gemeinschaftsfilm Der schweigende Stern mit Michael N. Postnikow, Ignaz Machowski, Kurt Rackelmann, Günther Simon, Aldrich Lukesch, Tang Huata, Yoko Tani und Julius Ongewe. Demnächst in diesem Theater.